Denn der A-Lauf steht bereits bereit über 100 Meter. Also, es geht an die allerschnellsten 100-Meter-Läuferinnen mit dieser Läuferin auf der Bahn 1, der zweifachen 200-Meter-Meisterin von ART Düsseldorf, Ina Weidt. Auf der Bahn 2 die U23-Europameisterin mit der Staffel vom LAC Quelle Fürth, Amelie Sophie Lederer. Dann die Bahn 3 von der MTG Mannheim, deutsche Meisterin mit der 4x100-Meter-Staffel, Jasmin Quadwo. Dann die Bahn 4, die Vorlaufschnellste, und sie hat nochmal eine Steigerung fürs Finale angekündigt. Die deutsche Hallenmeisterin über 200 Meter, dreifache U23-Europameisterin vom LV90 Erzgebirge, Rebecca Haase. Auf der Bahn 5 die U23 Vize-Europameisterin über 100 Meter, vierte der deutschen Meisterschaften von der MTG Mannheim, Alexandra Burkhardt. Dann die Bahn 6 für die irische Rekordhalterin, das ist Amy Foster. Auf der Bahn 7 Finalistin bei den deutschen Hallenmeisterschaften über 60 Meter vom LC Paderborn, Janina Kölsch. Und die Bahn 8 auf 7 Finale der deutschen Hallenmeisterschaften über 60 Meter in diesem Jahr vom LAZ Zweibrücken, Sina Meier. Jetzt das A-Finale, 100 Meter der Frauen. Das ist das Finale, 100 Meter der Frauen. Mit Rebecca Haase, 11:35. Ja, sie war etwas spät aus den Blöcken gekommen am Anfang, hat dann das Feld aufgerollt und holt sich den Sieg in Regensburg. Rebecca Haase. L34, die offizielle Zeit. Alexandra Burkhardt dann 11:51, genau wie Jasmin Quadwo, auch die 11:51.